Moin Leute, ich stehe hier in der Lausnitzer Heide und will hier ein Multicache machen. Und da geht es um die Wolfsjäule. Und da gehen wir jetzt erstmal hin. Ich habe immer noch meine Thrombose. Muss ein bisschen vorsichtig laufen und immer mal Pause machen, wenn es wehtut. Und halt nicht zu schnell durch die Kante jagen. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Aber da muss nie über 30 nicht laufen. Nee, ich mache. Aber eben schnell und zügig irgendwie durch die Kante jagen ist nicht. So, wir sind da. Die Wolfsjäule in der Lausnitzer Heide wurde als Andenken an die Jagd vom 11. November 1740 errichtet, bei der Rudolf Siegemunden von Nochtitz, Sohn von Gotthard Rudolf von Nochtitz, einen 82 Pfund schweren Wolf geschossen hat. Den genauen Wortlaut der Inschriften blende ich ein. So, ich habe ein schönes altes Kinderbuch. Schöne alte Kinderreime für Mütter und Kinder. Ich habe das von irgendeiner Oma geerbt. Schulbibliothek steht hier noch ein Stempel drauf. Oder Fragmente von einem Stempel. Wahrscheinlich von der ersten Ausgabe. Die war 1897. So, und weil wir beim Wolf waren, zitiere ich ein altes deutsches Wiegenlied. Es war ein fauler Schäfer, ein rechter Siebenschläfer. Dem kümmerte kein Schaf, da ist der Wolf gekommen und hat ihn weggenommen. Die Schaf und auch den Schlaf. So, hier kommt man auf direkten Weg zur grünen Säule. Die grüne Säule war eine Grenzmarkierung zwischen den Forstgrenzen von Oddendorf, Lausnitz und jetzt war es weg. Na gut. Hier ist auch wieder nach der Jahreszahl gefragt, aber nicht nach dieser hier, sondern die Jahreszahl für die Wolfsjäule habe ich ja noch übers Internet finden können. Aber von dieser Säule gibt es im Internet nur ein paar Bilder, wo die Jahreszahl nicht zu sehen ist so richtig.
Aber hier hat man noch die schönen alten Freileitungsdrähte. Das habe ich auch mal gelernt, mit dem Steigeisen auf den Mast zu klettern und die Drähte anzubringen bzw. zu verbinden. So, jetzt haben wir alle Daten. A, B, C und D war so, hier brauchen wir ja gar nicht weiter rechnen, wir brauchen die gleichen Pendel übernehmen. Jetzt nicht holst, das gehört hier Köln hin. Das war Spielzeug. Und Logbuch und Stift. Ich dachte immer, das ging um den letzten Wolf, der hier geschossen wurde. Aber es ging nur um eine einfache Jagd und den Wolf, der hier, ich möchte jetzt nicht sagen, zu viel Schafe gerissen hat. Ja, jetzt gibt es ja wieder einige Wölfe hier in der Gegend. 2000, wann waren das? 6, 7 ungefähr irgendwann in der Drehe. Da habe ich in der Gegend um Nischke mal einen Wolf live gesehen. Seitdem nie wieder. Damals den Wolf, da war ich mit dem Hund unterwegs. Da hinten im Wald bei Nischke. Und plötzlich blieb der Hund stehen und guckte starr in eine Richtung. Und da war ein Graben und hinter dem Graben stand der Wolf. Das waren vielleicht 10, 15 Meter von mir entfernt. Weiter auf keinen Fall. Ja, wir guckten uns eine Weile an, der Wolf guckte zu uns. Und wir beide darüber. Und irgendwann drehte er sich um und lief gemütlich von dannen. Hier am Parkplatz gibt es auch gleich einen sogenannten Drive-In-Cache. Und ein Stückchen hier rein ist noch ein Earth-Cache, den wollte ich mir jetzt auch noch holen. Ja, hier gibt es einen Earth-Cache.
Grauwacke in der Lauchnitzer Heide. Südwestlich von Lauchnitz ist Grauwacke aus der Zeit des Präkambriums aufgeschlossen, die durch Kontaktmetamorphose deutlich beansprucht und verändert wurde. Diese nordsächsische Grauwacke zählt zu den ältesten sächsischen Gesteinen. Sie ist über 600 Millionen Jahre alt. Sie schließt sich nördlich an den Lausitzer Granodiorit an. Ihr recht großflächiges Vorkommen wird durch die Oderwalder Burg Kamenswerda, Finsterwalde und Bad Liebenwerda abgegrenzt. Sie ist jedoch oft von deutlich jüngeren Ablagerungen überdeckt. Die Grauwacke hat an frischen Bruchflächen eine graue bis blaugraue Färbung, die namensgebend für die Gesteinsart ist. Durch Verwitterung und speziell durch den Einfluss von eisenhaltigem Wasser ist das anstehende Gestein meist intensiv rostbraun gefärbt. Ja, könnte das hier sein? Das ist auch rostbraun gefärbt. Schweine, kann man keine Schaufel mit in den Wald nehmen? Das muss doch nicht sein, so ein Dreck im Wald. Ihr seid so eine Schweine. Man kann doch mal nicht. Die Grauwacke entstand durch die schichtweise Ablagerung von Mineralkörnern und Gesteinsbruchstücken, die durch ihren Transport meist gut abgerundet wurden. Grauwacke ist ein Sedimentgestein. Man geht davon aus, dass die Ablagerung in einem relativ flachen, meerähnlichen Gewässer mit wechselnder Materialzufuhr erfolgt. Die Grauwacke besteht aus Quarz, etwa 50%, Glimmer 10-40% und Feldspat, Beten 10-25%, sowie einer ganzen Reihe von Nebenmineralien. Wisst ihr, bei dem Wolf habe ich doch glatt das Schaf vergessen zu fotografieren. Aber dann nehme ich das Foto jetzt für alle beide. So, 4 Grad draußen, heute Heizung können wir jetzt ausmachen. Drinnen ist warm genug. Was jetzt noch rauscht, ist bloß mein Strom. Weil ich habe ja hier Wechselrichter reingemacht, damit ich jetzt mal 20 Volt habe. Dadurch, dass ich jetzt krank war, ist die Batterie nie allzu sehr voll. Mal sehen, wie lange das geht. Aber sollte eigentlich den Abend noch reichen. Ja, Abendbrot haben wir gegessen. Da gab es gerade ein paar Wiener, die ich mir warm gemacht habe. Und jetzt trinken wir ein lecker Bierchen. Ja, ich werde morgen hier noch mal eine kleine Runde laufen. Mal sehen, wie es geht. Wie gesagt, ich kann ja immer 100 Meter hinken und dann eine kleine Pause einlegen. Jedenfalls habe ich hier noch 2 oder 3 Cache, die ich noch nie gefunden habe. 2 habe ich schon mal gefunden hier, aber 2 waren noch offen. Und da werde ich morgen eventuell mal gucken gehen. Aber heute kommt nicht mehr. Ich werde jetzt die Bilder in den Rechner holen, eventuell den Film schon mal ein bisschen vorschneiden. Und ja, ich sage schon mal gute Nacht und tschüss. Moin Leute! Hab eigentlich ganz gut geschlafen wieder hier. Ist zwar ziemlich nah an der Straße, die seht ihr vielleicht schon mit der Kamera. Jedenfalls. Ich habe aber nicht weiter von den Autos gehört. Wenn hier das Auto zu ist, hört es hier. Ist es ziemlich ruhig, wenn ich keine Fenster auf habe.
bin ja nur gestern nicht ganz fertig geworden mit dem Dorfcache. Da werde ich die zwei Stationen heute nochmal ablaufen, die drei Stationen. Zu dem Dorfcache ist ja noch gefragt, da muss ich nur noch drei Fragen beantworten. Und zur ersten Station, das sind ja drei Stationen, wo Grauwagen liegt. Und hier ist geschrieben, im Listing sind drei Grauwagentypen beschrieben. Welchen findet ihr hier? Begründet eure Auswahl. Welche Färbung hat die Grauwagge an der Oberfläche? Wodurch wird dies verursacht? Ist die Grauwagge pyramidisch oder pellitisch? Begründet eure Auswahl. Ja, hier wird man noch zum Geologen geschult eigentlich. Trickpunkt 3. Hier gibt es einen sehr markanten Unterschied zwischen der linken und der rechten Seite der steinernen Wand. Auf welchen geologischen Prozess deutet das hin? Erklärt kurz, was hier passiert ist. Körnige, in Klammer pyramidische Grauwaggen bestehen aus Einzelkörnern, während dichte, pellitische Grauwaggen eine viel kleinere Korngröße haben. Hingelegt. Also hier ist gefragt, welche Art Grauwagge das ist. Im Listing sind drei Grauwaggetypen beschrieben. Welchen findet ihr hier? Ja, und das waren die drei. Wo war das? Man unterscheidet Körnige. Sind auf keinen Fall Körnig, das ist ziemlich glatte Oberfläche. Dichte Grauwaggen sowie Grauwaggen Schiefer, der mit Glimmerschuppen unterbrochen ist. Einerseits, Schiefer bricht ja in den schmalen Streifen ab. Aber man sieht keine Glimmerschuppen oder sowas. Und doch hier. Hier glitzert es ein bisschen glimmermäßig. Also ich würde das hier als Grauwaggen Schiefer deuten. Wegpunkt 3. Hier gibt es einen sehr markanten Unterschied zwischen der linken und der rechten Seite der steinernen Wand. Auf welchen geologischen Prozess deutet dies hin? Erklärt kurz, was hier passiert ist. Ja, also auf alle Fälle ist das hier zu klüftiger und mehr gebrochen. Hier liegen deutlich mehr Bruchstücke hier unten rum. Ja, das ist eher dieser geologische Prozess hier mit der in bestehenden Steinschichten. Magda! Magda in bestehende Steinschichten, neue Magma reingeflossen ist. Schicken wir dem das hier, wie wir es gesagt haben. Ja, na gut, schicken wir dem das hier, wie wir es gesagt haben, und dann können wir lachen. So, jetzt gucken wir mal, wo die anderen Caches noch liegen, die ich mir noch holen will. Pilze in der Lausitzer Heide, Hefepilz, zu einer guten Pilzmahlzeit.
gehört auch der Hefepilz oder kurz Hefe. In der Regel wird diese nicht in seiner ursprünglichen Form verabreicht. Besonders die Backhefen dienen zur Herstellung verschiedener Endprodukte. Hefe selbst sind einzellige Pilze, die sich durch Sprossung und Teilung vermehren. Die meisten gehören der Abteilung der Schlauchpilze an. Es werden aber auch Entwicklungsstadien anderer Pilze als Hefen bezeichnet. Hinweis einen halben bitte. Ja, das ist eigentlich die beliebteste Anwendung der Hefe. So, wie gesagt, sind 160 Meter von hier. Die haben zwar nichts mit dem Cache zu tun, die beiden Steine, liegen aber hier so einsam allein, weit und breit keine weiteren in der Art, bloß hier am Bach. Komisch. Aber siehst du, ich bin jetzt mitten durch den Wald gegangen, weil es hier keinen richtigen Weg gibt, der jetzt kürzer ist, und komme doch glatt direkt an dem vorbei hier. Das ist der, den ich vor 5 Jahren schon mal gefunden habe. Der Fliegenpilz. Dann kleben wir unseren neuen Lock mit rein und Meter zeigt es an, was mir aber eine Ungenauigkeit von 8 Metern anzeigt. Und ich hatte ja gelesen, Hinweis war Schild. Das einzige Schild hier weit und breit ist das hier. Da ist er. So. Wollte mal die Zeit auf dem Rückweg jetzt nutzen und mal was zu meinen Drag Ables erzählen. Drag Ables sind kleine reißende Gegenstände. Die haben eine Nummer, damit kann man die locken und kann sagen, die sollen möglichst, was weiß ich, ein bestimmtes Land einmal um die Welt oder was auch immer. Und meine Schwester hat mir vor Jahren mal so ein Plüschvieh geschenkt, da ich da keine Verwendung weiter hatte, dachte, machst du den als Dreckebel. Habe ich die Nummer mir besorgt und in den nächsten Cache da irgendwo gelegt. Der ist dann ziemlich schnell nach Italien mitgenommen wurden von verschiedenen Leuten. Wie gesagt, den findet einer. Nächstes Wochenende geht er wieder irgendwo eine Dose suchen und ist in einer anderen Gegend und dort legt er dann wieder rein. Oder man fährt dann in den Urlaub und legt den irgendwo weiter weg wieder rein. Jedenfalls war der ziemlich schnell in Italien, vorher nach Österreich, Schweiz, also auf dem Landweg. Hallo. Auf dem Landweg gereist. Jetzt war der Faden weg. Ja, jedenfalls, den hat dann so ein Italiener sich gegriffen, hat den aber, was weiß ich, bestimmt 5 Jahre nie weitergegeben.
Also immer mit behalten, in einem anderen Cache gelockt und dann nie irgendwo abgelegt. Also immer bei sich behalten. Hat nie Fotos gemacht, ich habe das eigentlich mit reingeschrieben, gerade das ist ja eigentlich der Reiz, dass man dann ein Foto mit dem Vieh irgendwo hat. Da habe ich dann da 2-3 Mal eine Mail geschickt, hat er überhaupt nicht reagiert. Man hätte ja wenigstens sagen können, nee, ich will den noch eine Weile behalten und lege den wahrscheinlich nächstes Jahr ab oder sowas. Ich habe den auch hier. Ich hätte gern ein paar Fotos von dem Ding, wenn der den irgendwo mit hinnimmt. Alles nicht drin gewesen. Haben die ihr Pferd mit hier drin im Auto oder was? Eine schöne Runde bin ich ja jetzt gegangen. Jetzt kann ich erstmal gar nicht mehr laufen, jetzt hämmert erstmal mein Fuß wieder wie verrückt. Na gut. Ja, was ich erzählen wollte, nachdem der ewig mein Hippo nicht weitergeschickt hat, habe ich dann gesagt, okay, ich schicke jetzt noch einen Plüschvieh in die Gegend und dass dem irgendjemand erzählt, hier der blöde Deutsche, der macht Probleme, der ja will, dass das Ding weitergeschickt wird und was weiß ich, und hab geschrieben, dass der Kuh, irgendwas mit Kuh hieß, der nannte der sich, der Italiener, jedenfalls, dass das Plüschvieh nach Italien reisen will, in die Gegend da, ich komme jetzt nicht drauf, wie es hieß, und das Hippo aus den Fängen von Kubert befreien soll. Und so ein bisschen Text, dass da damals durchgeschickt wurde, und dazu habe ich dann noch irgendwann geschrieben, zwischendurch ist meine Schwester gestorben, gerade jetzt als Andenken an meine Schwester, die auch immer gerne gereist ist, soll das Ding ruhig mal wieder weiterreisen und sowas. Und irgendwann, nach vielen Jahren, ja, wie lange hat er es gehabt? 3-4 Jahre hat er das garantiert gehabt. Ich weiß es nicht mehr, müsste ich nachgucken. Jedenfalls irgendwann hat er es dann wieder mal weitergeschickt. Ein halbes Jahr nachdem, was ich geschickt habe, habe ich dann noch eins geschickt. Auch mit dem ähnlichen Text, der soll den anderen treffen. Ja, und die waren dann eigentlich auch beide ziemlich schnell in Italien. Und ja, ich bin jetzt auch immer noch irgendwo unterwegs, alle drei jetzt. Der dritte, der wird jetzt auch immer mal wieder weitergegeben. Und ich kann dann mal die Route mit einblenden, wo die sich rumgetrieben haben. Wie gesagt, man greift sich das Ding, wenn das irgendwo in einer Dose mit drinnen liegt, guckt in das Listing und ich sag mal, wenn da steht, das soll nach Süden, das soll nach Osten, dann nimmst du mal in die Richtung mit irgendwo, wenn du irgendwo hingehst. Oder wenn jetzt da steht, da soll das Ding nach Amerika schicken, dann oder anderes Land oder irgendwo hin, dann tue ich das irgendwo beim Flughafen, da gibt es auch ein paar, die für so eine Zwecke eigentlich auch gedacht sind. Da legst du einfach dort irgendwo im Flughafen Nähe ran, und wer jetzt hier noch Zeit hat, bis sein Flugzeug geht, der guckt da halt mal vorbei und legt dort noch was rein, beziehungsweise holt sich dort was. Alles kein Problem. Nee, und ich habe es auch so gehandhabt. Ich habe eigentlich Foto. Ohne Foto habe ich keinen weitergeschickt. Also ich bin, wie gesagt, der Meinung, Foto muss unbedingt sein, sonst macht das Ganze keinen Spaß. Und ich habe eigentlich
irgendwo im Wald oder so ein Foto mit den Dingern gemacht, die ich dann mal im Museum mitgenommen habe. Und mit 2 oder 3 ein bisschen besser. Es gibt das ja einfach, es gibt das so ein kleiner Zettel, ist, der da mal reißt oder irgendwas. Und dann gibt es auch so eine Plüschviecher und irgendwelche Spielzeug. Mit bisschen schöneren Größen. Kleinen Stadtrundgang gemacht und mal das Ding vor verschiedenen Sehenswürdigkeiten von Dresden fotografiert und sowas. So. So läuft das mit den Dingern. Und wie gesagt, sind ja alle drei unterwegs. Wer schon Rechner nochmal anwerfen? Wer die Dinger locken? Zwischenzeitlich gibt es einen Kaffee und auch einen Kekel. Und ja, dann machen wir wieder hin.